Hallo und herzlich willkommen und im heutigen Video geht es darum, wie man als blutiger Anfänger mit Lightroom, naja, zumindest in 5 Minuten Lightroom so beherrscht, dass man aus einem Rohformatbild ein JPEG exportiert, geschärft, bisschen Lichtanpassung und raus damit in Facebook, drucken, sonst irgendwas. Viel Spaß! Also wenn man Lightroom das erste Mal öffnet, sieht es in etwa so aus wie jetzt. Und da kann man hier zum Beispiel oben, eventuell ist das hier eingeklappt, ja. Da muss man hier auf dieses Zeichen, beziehungsweise hier nebendran geht es auch. Wenn man da einmal draufklickt auf diesen schwarzen Balken, kommt dieser Menüpunkt runter. Hier sieht man, wem das hier gehört, beziehungsweise wer das hier abonniert hat. Und hier sieht man Bibliothek entwickeln, bla bla bla. Also, was brauchen wir? Was brauchen wir am Anfang? Wir brauchen hier erstmal die Bibliothek. Und die wird jetzt aufgestockt, weil da ist jetzt erstmal nichts drin. Und das macht man hier über dieses Plus beim Ordner. Und über Ordner hinzufügen kann man einzelne Ordner hinzufügen. Und damit fangen wir mal an. Und hier habe ich mir auf den Desktop einen Ordner drauf geschoben, wo Rohformatbilder drauf sind und den klicke ich an, den wähle ich hier aus und jetzt warte ich, bis Lightroom mir die Dateien anzeigt. Das dauert immer einen kleinen Moment, je nachdem wie schnell der Rechner ist und da ich aber den Desktop aufzeichne, wird es bei mir ein bisschen länger gehen. So, und jetzt langsam erscheinen die Fotos und hier oben ist alle Fotos auswählen aktiviert. Das werde ich jetzt auch so belassen. Also man kann natürlich auch einzeln auswählen, das erstmal das Häkchen wegmachen, dann ist keins markiert und dann sucht man sich die 3, 4, 5, 6 oder so viele Bilder, wie man möchte, aus. Wir lassen das jetzt so und gehen auf Importieren. Und jetzt erscheinen die Fotos im Hauptteil des Lightroom-Programms und hier kann ich jetzt die Fotos aussuchen. Also ich kann sie hier auswählen oder hier unten. Wenn man auf 1 draufklickt, passiert erstmal nicht viel, aber wenn man Doppelklick macht, hat man es in großer Darstellung und kann nochmal in die Details mit der Lupe gehen. Genau. Wir bleiben hier aber nicht in der Bibliothek, sondern gehen eins weiter. Und zwar entwickeln. Und im Entwickeln, da kann man so richtig loslegen. Hier an der Leiste kann man so ein bisschen weitergehen und sich die anderen Bilder anschauen. Und ich suche jetzt mal etwas, wo man vielleicht ein bisschen mehr sehen wird, ein bisschen mehr Gesicht oder so. So, das finde ich jetzt vielleicht mal ganz gut hier. Und ich möchte dieses Bild bearbeiten. Bisschen Licht anpassen und Schärfe, die Grundschärfe diesem Bild verpassen, denn ein Rohformatbild, das ist noch nicht geschärft. Deswegen sehen die auch meistens flauer aus. Also hier auf der rechten Seite, wenn man in diesem Menü entwickeln ist, sieht man die ganzen Einstellungen. Ja, hier ist der Weißabgleich, hier Farbe, Schwarz-Weiß, ja, da kann man es entweder in Farbe oder in Schwarz-Weiß einstellen bzw. bearbeiten. Ich möchte das jetzt erstmal in Farbe machen. Nicht viel, aber ich möchte hier die Belichtung ein bisschen höher drehen und an den Lichtern, hier dieser Regler, wenn man da draufklickt, kann man den zurückziehen. So ein bisschen mehr diese sogenannte Zeichnung hier in diesen hellen Bereichen zurückholen. Der Klarheitsregler ist auch sehr beliebt. Ja, da kann man hier einmal hier übertreiben und einmal hier. Ja, das sieht ja alles super aus, aber so um die 10 herum, das zeigt sich immer als beste Einstellung. Das belassen wir jetzt erstmal hier, da kann man ein bisschen dran rumspielen, ne, wie man das gerne hätte. Und dann fahre ich runter zu den Details und in den Details, da kann man das Bild schärfen. Und zwar den Betrag kann man auch beliebig hoch oder runter drehen natürlich, aber
So bei circa 70, das hat sich ja sehr gut befunden hier. Und den Radius, den kann man ja unter 1, also vielleicht 0,6, 0,7, je nach Bild. Und das wäre es erstmal gewesen. Denn somit hätte man ein Bild so ein bisschen bearbeitet. Jetzt nicht wahnsinnig verändert oder Farben oder sonst irgendwas, Pickel. Das kommt alles später. Hier möchten wir erstmal exportieren. Aber ich denke mir jetzt noch, oh, ich habe hier noch andere Bilder, die ich noch genauso bearbeiten möchte. Also drücke ich zum Beispiel auf Steuerung oder auf Command und klicke auf diese Bilder. So, jetzt sind diese vier Bilder ausgewählt, dann kann ich auf Synchronisieren klicken. Und wenn ich nichts auswähle, sind alle Felder hier nicht markiert oder alles auswählen, dann kann ich die Einstellung vom ersten Bild übertragen auf alle anderen, die ich ausgewählt habe. Und da drücke ich hier auf Synchronisieren und da sieht man, wie die Fotos heller geworden sind. So, und jetzt möchte ich genau diese vier Fotos exportieren als JPEG. So, und dafür klicke ich hier auf Datei und exportieren. Wichtig ist natürlich, dass diese Dateien markiert sind. So, spezieller Ordner. Ja, genau, ich möchte einen speziellen Ordner auswählen. Der Ordner, den suche ich hier aus und dann gehe ich auf Desktop und dann mache ich einen neuen Ordner, hier auf Neue Ordner geklickt, den nenne ich JPG. Also das Format, in das ich es, diese Fotos exportieren möchte. So. Dann gibt es hier mehrere Möglichkeiten der Einstellung. Wir belassen es erstmal dabei. Bildgröße. Wie groß soll das Bild sein? Original, riesengroß oder bisschen verkleinern? Und dann möchte ich das Bild nicht bei 100% lassen, sondern ich möchte das Bild 50% kleiner machen zum Beispiel. Und das möchte ich schärfen für den Bildschirm und zwar ganz niedrig, da wir ja schon eine Schärfung vorgenommen haben, damit es nicht überschärft aussieht. Also auf Bildschirm zum Beispiel und niedrig. Möchte ich diese Fotos ausdrucken, dann muss ich hier, also man muss es nicht, aber es ist ratsam, zum Beispiel mattes oder Glanzpapier auszuwählen. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel Glanzpapier auswähle, würde ich auch empfehlen, Stärke niedrig. Es kommt dann natürlich auf die Bilder drauf an, aber wenn man schon mal vorher geschärft hat, Schärfegrad am besten niedrig halten. So, und jetzt, wenn ich hier zum Beispiel Bildschirm und niedrig auswähle, kann ich als nächstes einfach mal die Fotos exportieren. So, jetzt wurden mehrere Einstellungen verändert und wichtig ist zu wissen, alles, was jetzt gemacht wurde, das ist virtuell passiert. Das Ergebnis ist jetzt im Ordner JPG. Diese vier Bilder sind nur dort mit den ganzen Veränderungen. Aber im Grundordner, da wo diese Rohformatbilder drin sind, hat sich nichts verändert. Ja? Die Fotos sind immer noch im Rohformat und sehen genauso aus wie vor den Einstellungen, die ich jetzt in Lightroom gemacht habe. Und das war im Prinzip alles. Jetzt hat man die exportierten Dateien und kann mit denen machen, was man möchte, als E-Mail verschicken, auf Facebook posten oder einfach mal ausdrucken. Ja, das war's im Prinzip von Rohformatbild ins JPEG-Format und raus damit in die Welt oder einfach jemandem auch mal die Bilder ausdrucken und schenken. So einfach geht das im Prinzip. Aber wie war das denn für dich jetzt, wenn du als Anfänger da jetzt reingekommen bist ins Lightroom und die ganzen Möglichkeiten gesehen hast? Konntest du das jetzt so einfach importieren? Hat es jetzt funktioniert? Oder war das jetzt immer noch ein bisschen zu schwierig? Hast du das noch so ein, zweimal geübt und dann hat es funktioniert? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Ansonsten freut es mich, wenn ihr in die weiteren Videos dann auch wieder reinklickt, denn es geht auch weiter in Lightroom und ab jetzt geht es richtig los. Es geht in die einzelnen Menüpunkte. In der Entwicklung werde ich euch mal alles mal zeigen und vor allem werden jetzt mal Bilder
bearbeitet. Das heißt, Pickel entfernen, Kontrast, da, alles. Alles, was man sich ausdenken kann an einem, zum Beispiel an einem Porträt oder einem Landschaftsbild. Genau das werde ich mal durchgehen, Schritt für Schritt, so auch, dass man als Anfänger da mit folgen kann. Also viel Spaß und kommentieren, abonnieren nicht vergessen und bis bald. Schaltet wieder ein. Ciao.